Vortrags Dissecting Voice over LTE auf dem 32. Chaos Communication Congress. Wir haben mindestens einen Vortrag, der euch Nightmares über euer Telefon, Mobiltelefon gibt. Bitte ein herzliches Willkommen an Dong Kwan und Kim Hong Il. Guten Abend, ich bin Hong Il Kim aus Korea, Südkorea, nicht Nord. Das ist mein erster Kongress hier und es ist mir eine große Ehre, unsere Arbeit zu präsentieren. Heute mein Kollege Dong Kwan werden über Dissecting VoLTE sprechen, Voice over LTE auseinandernehmen. Das ist eine neue Technologie. Und wir werden euch zeigen, wie man verschiedene Vulnerabilities exploiten kann. Wir sind beide Postgraduate Students in KAIST. Es geht um Mobile Device Security. Wir arbeiten an Sicherheitseinrichtungen für LTE-Komponenten. Ich bin Hong Kim. Es gibt verschiedene Felder von Sicherheitsproblemen. Hong Il wird das grundlegende Konzept beschreiben und ich werde die Details beschreiben. Los geht's. Stimme über LTE ist eine neue Technologie im Mobilfunknetzwerk. Das ist separat von Die Sprache wird in LTE über Datenpakete übertragen. Sorry, ich verstehe ihn kaum. Und LTE adopted VoLTE IP system, which is widely used in wired network. So by adopting VoLTE LTE for LTE users, they can get high voice quality and faster setup time. Mit Voice over LTE kann man eine hohe Sprachqualität erreichen. Die Betreiber können die Kosten reduzieren und viele Multimedia-Services anbieten, die in 3G noch nicht angeboten werden konnten. Lasst uns mehr Details ansehen, wie das bei 3G und 4G aussieht, wie sich die Sprachangebot verbessert hat. Im Fall von 3G werden Daten und Sprache unterschiedlich übertragen. Daten werden Paket übertragen und Sprache wird Netz übertragen. Daten werden über das Packet Switching Core übertragen und Sprache über das Circuit Switching Core. Wenn man jetzt telefoniert, läuft das über das Circuit Switching Core. In 4G werden Daten und Sprache über das Packet Switching Core übertragen. Also braucht man das Circuit Switching Core gar nicht mehr für 4G. Die 4G-Funktionalität wird dann im IMS implementiert. Lass uns mehr Details ansehen, wie die Services in LTE angeboten werden. Alle Services wie Daten, Sprache und Video werden als Datenkanäle, die auch Bearers genannt werden, angeboten. Der Bearer ist ein virtueller Kanal, der das verbindet. Wie man hier sehen kann, ist der 3GPP-Standard definiert mehrere Bearers. Je nach Zweck des Services wählt man einen dieser Bearer-Types aus. Jeder Bearer-Type hat unterschiedliche Charakteristiken, wie zum Beispiel eine garantierte Bitrate,
eine Paketverzögerung oder die Paketverlustrate. Wie man hier sehen kann, gibt es zwei Bearers für Vault. Einer mit einer hohen Priorität und einer mit einer niedrigeren Priorität für die Bearer-Performance. Für Voice-over-LTE. Wenn das Gerät eingeschaltet ist für einen bestimmten Dienst, der Default-Bearer zwischen Device und dem erhält eine neue IP-Adresse. Der Standard-Bearer hat jetzt keine garantierte Bitrate. Wenn der Dienst eine spezifische Qualitätsstufe erfragt, dann gibt es, dann wird ein der Traffic wird durch Filter oder durch Protokollnummer gefiltert oder also zwei Bearers, zwei Träger werden gebraucht. Einer ist für Kontrolle, für die Kontrollebene und einen für die Dataebene. Wenn also der Voice-over-LTE-Service verwendet wird, wird der Default-Bearer erstmal hergestellt, die Verbindung mit dem Default-Bearer. Dieser Default-Bearer oder dieses Gerät authentifiziert sich zunächst beim IMS über bestimmte Nachrichten. Und wenn ein User einen Anruf macht oder einen empfängt, dann wird ein spezifischer Bearer hergestellt innerhalb des Default Bearers mit einem die Sprachdaten zwischen den beiden Anrufenden werden übertragen und üblicherweise in RTP-Pakete eingepackt. Weil jetzt Voice over LTE völlig neu ist als Feature, verglichen mit normalen Switched-Anrufen. It involves not only the implementation of the LTE core, but also device mobile wire support, device hardware interface, and even accounting functions. So if some of these implementations... Wenn jetzt einige Implementierungen nicht... So we decided to check potential attack vectors newly introduced in Vault. And guess what? Und ratet mal. Wir fanden mehrere Sicherheitslücken in jeder dieser Komponenten. Danke. Diese Sicherheitsprobleme ist einmal das Vault-Abrechnungssystem. Und lass uns erstmal das Abrechnungssystem erklären. In 3G wird die Abrechnung. Kommt es darauf an, welches Core-Network für die Übertragung verwendet wird. Data, das über das Packet-Switching-Core übertragen wird, wird nach Datenvolumen berechnet und die Sprachübertragung im Circuit-Switching-Core wird über die Zeit berechnet. Genauso in 4G, zwar hat es nur das Packet-Switching-Core, und sowohl Sprache als auch Daten werden darüber übertragen. Logisch wäre es jetzt, beides über die Datennutzung zu berechnen. Aber dennoch für die Sprachübertragung wird trotzdem die Zeit berechnet. Diese Implementierung erzeugt eine sehr komplizierte Funktion von LTE. Deswegen haben wir uns gefragt, implementieren die Betreiber dieses Problem korrekt? Für das zweite Problem haben wir uns die Hardware des Smartphones angesehen. Jedes Smartphone hat zwei Prozessoren, einmal den Anwendungsprozessor, um das Betriebssystem zu laufen zu lassen und die Nutzeranwendungen laufen zu lassen. Der zweite Prozessor ist der Kommunikationsprozessor, der die Modem-Funktionalitäten umsetzt
hardware-specific jobs, such as handling digital signal processing. So we first is planning the LTE device solution in LTE-capable devices. Erstmal erklären wir die, um zu verstehen, wie das in LTE funktioniert, schauen wir uns erst einmal zum Vergleich an, wie das in 3G funktioniert. Bei 3G-Devices wird die Sprachverarbeitung im Kommunikationsprozessor vorgenommen. Und die meiste Information über die Implementierung des Kommunikationsprozessors ist von den Herstellern verborgen. Also Samsung und Qualcomm und Huawei kennen das nur. Selbst eine schädigende Software kann nicht auf den Kommunikationsprozessor zugreifen. Jede App in der API muss sich eine Call-Phone-Permission holen, um auf den Kommunikationsprozessor zugreifen zu können. Deswegen können 3G-Telefone die Sprache nicht analysieren, die schädlichen Apps. Hingegen in LTE-Geräten wird die Sprache im Anwendungsprozessor verarbeitet. Deswegen könnte eine Nutzerapplikation die Sprache analysieren. Zum Beispiel in einem Android-System gibt es zwei Netzwerkschnittstellen. Und nur wenn man guckt, welche Anwendung gerade läuft, können wir herausfinden, welches Interface für das Vault verwendet wird. Und hier haben wir einen Port, der genau für das Sprachsignal verwendet wird. Können schließen, dass eine App sogar einen Call ausführen, sogar ohne die Erlaubnis, sobald man die Netzwerksockets für Voice-over-LTE bekommen kann. Also, wir haben eine komplizierte Abrechnungsinfrastruktur. Und das zweite Problem ist das Delegieren von dem Sprachsignalisieren über IP. Wir analysierten jetzt zuerst den 3GPP-Standards in Bezug auf den Voice-over-LTE-Service. Aber Detailimplementierungen werden jetzt den Implementierungen, einzelnen Implementierungen überlassen, den Chipset-Herstellern und solchen. Um jetzt also eine Checklist von möglichen verwundbaren Punkten zu machen, wir haben das gemacht und es gab etwa 60 verschiedene Einträge für die Kontroll- und die Datenebene. Und wir haben in 5 größeren, in Betrieb befindlichen Netzwerken eine Analyse durchgeführt, 2 US und 3 in Südkorea. Und wir haben auch Betreiber in Europa in Betracht gezogen, aber es gibt keine Betreiber in Europa, die Voice-over-LTE anbieten. Wir haben jetzt gehört, dass das jetzt ein Launch in Deutschland von 2 Betreibern bevorsteht. Wenn ihr euch also fragt, wie sicher diese deutschen Betreiber sind mit ihrem Voice-over-LTE-Service, dann sprecht uns bitte an. Schauen wir dann zusammen dort hinein mit euren Smartphones. Also, um zusammenzufassen, die Ergebnisse. Wir haben 4 freie Datenkanäle gefunden, die durch die komplizierten Accounting-Funktionen herrühren, und 5 Sicherheitsprobleme. Und mein Kollege Dong Wan wird das jetzt erklären. Hi, ich bin Dong Wan. Fangen wir mal von hier an. Beginnen wir mit dem freien Datenkanal, mit dem Voice-over-LTE-Protokoll. Um solche freien Datenkanäle zu nutzen, müssen wir zunächst verstehen, wie Voice-over-LTE tatsächlich funktioniert. Wenn ein Anrufer einen Anruf an eine angerufene Person macht, dann gibt es eine Einladungsnachricht. Diese Einladungsnachricht enthält die Telefonnummer von beiden Seiten
und sieht so aus. Um meine Privatsphäre zu erhalten, habe ich hier meine eigenen Informationen entfernt. Aber wie ihr merkt, ist dieses Paket fast so wie HTTP. Wir haben hier statt GET und POST für HTTP-Methoden haben wir jetzt INVITE. Und es gibt viele Methoden in SAP, wie hier, und auch Telefonnummern von Angerufenem und Anrufendem. Wenn diese Nachricht empfangen wird auf der anderen Seite, fängt das Telefon an zu klingeln. Und wenn der Benutzer dann diesen Anruf beantwortet, annimmt, gibt es eine OK-Nachricht zurück an den Anrufer. Und es wird ein Bearer hergestellt zwischen beiden Seiten, der spezielle Bearer. Und darin werden dann RTP-Pakete ausgetauscht. Wie können wir das mit freien Datenkanälen nutzen? Sehr einfach. Wir können hier einfach Daten in die Header oder Body von der Invite-Message hineintun. Und wir haben jetzt die OK-Nachricht mit Decline ersetzt, wie ihr merkt, um immer mehr Invite-Messages zu erhalten. Außerdem kann man Daten in den RTP-Payload hineintun, wie normale Sprachdaten. Wir haben tatsächlich beide Methoden implementiert. Man könnte denken, dass das einfach zu einfach ist, aber die Implementierung war es tatsächlich nicht. Lasst mich ein wenig die Details erklären. Auf der rechten Seite haben wir den Anrufer und auf der anderen Seite die Angerufenen. Und wir haben also zwei Absender und Empfänger für alle Methoden. Wenn der Anrufer Nachrichten sendet, gibt es SAP- oder RTP-Pakete, die zu IMS transferiert werden. Und IMS-Daten werden dann auf der angerufenen Seite werden SAP-Pakete empfangen, aber nicht RTP-Pakete. Dies ist das Problem, der schwierige Teil, denn die RTP-Pakete werden zuerst in CP verarbeitet und nur die SIP-Daten werden an den AP übertragen. Und nur die, deswegen können die RTP-Pakete nicht mit AP gelesen werden. Wir müssen einen anderen Weg finden. Während wir suchten, durch unsere Suche fanden wir ein DIAG-Kommando. DIAG ist ein nicht offenes Protokoll. Das DIAG-Command stellt verschiedene Funktionen zur Verfügung, wie Speicher lesen, schreiben, SMS lesen, schreiben. Und ein Dump. Man kann Signale dumpen zwischen dem Telefon und dem Funkmast, was üblicherweise durch Betreiber für Performance-Tests, sogenannte Feldtests, benutzt wird. Und ihr seht hier das rechte Diagramm, ist ein Beispiel für ein diagnostisches Werkzeug. Die Software ist hier auf dem Laptop. Und um diese Software zu nutzen, braucht man einen Schlüssel, der in USB gespeichert ist. Könnt ihr euch den Preis dieser Software vorstellen? Die ist wirklich teuer. Über $16,000. Also, weil wir Studenten sind, haben wir nicht das Geld, um dies zu kaufen. Wir müssen also das Reverse Engineering, das Protokoll selbst, und wir haben verschiedene Operationscodes gefunden, wie hier in der linken Tabelle gezeigt, über 100 Kommandos, aber nur einige davon sind hier aufgelistet. Es gibt ein Log-Kommando hier. Und wenn man das Log-Kommando nutzt, konnten wir direkt RTP-Pakete im AP über den DIAG-Device-Treiber im Linux-Kernel erfassen. Einfach den Device-Treiber öffnen, dieses Kommando schicken und dann kann man RTP-Pakete direkt lesen. Also können wir die SAP-Pakete und die RTP-Pakete ohne Verlust bekommen und deswegen beide Tunnelmethoden benutzen dadurch. In dem Fall von direkter Kommunikation ist es sehr, sehr einfach. Man muss einfach nur einen Socket öffnen mit der IP-Adresse für das Voice-over-LTE-Interface und dann Daten über das Internet so verschicken oder wir können auch an andere Teilnehmer im Mobilfunknetz das schicken.
Wir können das Vault-Interface benutzen und die Daten, das Dateninterface benutzen, so wie es hier gezeigt ist. Wir können das an einen anderen Menschen schicken, der auch Vault das verwendet. Wir haben das nicht getestet, aber vielleicht könnt ihr das mal ausprobieren. Wir haben freie Datenkanäle getestet in 5 Betreibernetzen, 2 in den USA und 3 in Südkorea. Die Implementation war unterschiedlich. SIP-Tunneling und Media-Tunneling war bei allen Betreibern vorhanden. Die direkte Kommunikation war unterschiedlich, je nach der Policy des Betreibers. Nicht, dass KR1 der beste Betreiber ist für freie Datenkanäle, aber ich denke, einige von euch wundern sich jetzt vielleicht, dass ihr, wenn ihr später vielleicht mal nach Korea fahrt, solltet ihr KR1 benutzen. Aber nachdem wir die Sicherheitslücken gemeldet haben, haben sie das gepatcht und jetzt ist das so. Von den 2 US-Betreibern, weil wir koreanische Studenten sind, konnten wir die nicht in den USA testen, weil das uns zu viel Geld gekostet hätte. Also, wenn wir vielleicht Glück haben, können wir das später vielleicht nochmal testen. Wir haben den Datendurchsatz in der direkten Kommunikation gemessen und er war relativ hoch, wie Hongil das vorher beschrieben hat. Hat unsere Vault-Internet-Schnittstelle ist diese Schnittstelle nützlicher für uns. Danke. Wir haben auch den Durchsatz für das Media-Tunneling gemessen, aber der war relativ niedrig, weil er von dem Betreiber limitiert wird. Für das Media-Tunneling beschneiden sie die Bandbreite, weil sie denken, es reicht, Hochqualität beim Sprache zu geben. Aber später wird die Leistung dort vielleicht auch noch erhöht. Ich werde das später nochmal erklären, in den späteren Folien. Bei einem koreanischen Betreiber haben wir 1000 Invite-Nachrichten geschickt in einer Sekunde. 2 oder 3 Stunden später haben wir von diesem Netzbetreiber einen Anruf bekommen. Also sind wir da ein bisschen in Schwierigkeiten geraten. Aber es ist alles gut ausgegangen. Wir haben das dann zusammen gepatcht und es war okay. Ich habe jetzt über die 4 freien Data-Kanäle gesprochen. Jetzt geht es um die 5 Sicherheitsissues. Zunächst einmal, alle deine Sprachpakete sind unverschlüsselt. Nur ein US-Betreiber verschlüsselte die Daten, die Sprachsignalpakete. Und selbst hier waren die eigentlichen Sprachdaten waren nicht verschlüsselt, sodass die Unterhaltung tatsächlich abgehört werden konnte. Hier wurde IPsec verwendet, um die Voice-Signalpakete zu verschicken. Ich habe die IP-Adressen für diesen Operator entfernt und die anderen Operatoren haben einfach TCP, UDP ohne jede Verschlüsselung benutzt. Also eure Sprachdaten sind offen. Einige von euch fragen sich vielleicht, ob das Abhören wirklich möglich ist. Ein Beispiel ist hier. Ihr könnt hier über schaut uns mal Femtocellen an. Es gibt viele Femtocellen. Fast alle Betreiber bieten Femtocellen an oder benutzen Femtocellen. Und wenn Femtocellen nun kompromittiert werden, dann sind alle Verbindungen zu dieser Femtocell durch diese Verwundbarkeit betroffen. Und einige Betreiber bieten auch Wi-Fi-Anrufe an. Wenn wir nun Wi-Fi-Calling nutzen, gehen alle Sprachpakete über einen WLAN-Access-Point und das Internet zum Kernnetzwerk.
Wireless Access Points, WLAN Access Points zu kompromittieren, ist sehr viel einfacher als Femtocellen. Also in diesem Szenario ist auch alle Sprachkommunikation abhörbar. Um jetzt also zur ersten Folie zurückzukehren, in dieser Situation, selbst der eine Operator fokussiert nur sich auf die Signaldaten für die Verschlüsselung. Und wir denken, dass die Betreiber auch die Sprachdaten verschlüsseln sollten. Das nächste Problem ist, obwohl die SIP-Server die Nein-Nachricht es gab keine Authentifizierung, kein Session-Management. Man kann also einen Anruf mit einer gefälschten Telefonnummer machen oder man kann verschiedene Invite-Nachrichten gleichzeitig an mehrere User schicken. Dann werden mehrere Anruf-Sessions aufgebaut. In einem normalen Anruf kann natürlich nur eine Person eine andere Person anrufen, aber durch diese Verwundbarkeit kann man irgendjemanden gleichzeitig, viele Leute, beliebig viele gleichzeitig anrufen. Ein Anrufer kann also die Ressourcen ausnutzen und verglichen mit den Problemen im Core-Netzwerk brauchen wir jetzt nur noch weniger Geräte, um das Core-Netzwerk zu killen. Deswegen bekamen wir diese Anrufe von den Betreibern. Wir haben eine Demo hier vorbereitet. Es ist ein normaler Call. Anrufer ruft den Angerufenen an. Ein Angreifer nun ruft auch den Angerufenen an mit der gleichen Telefonnummer, gefälscht. Schauen wir uns das mal an. Auf der rechten Seite sehen wir den normalen Anrufer und den Angerufenen. Und wir haben hier unsere Fotos eingesetzt. Das ist ein normaler Anruf. Wir kommunizieren und beenden den Anruf. Nun ist der Angreifer mit ADB verbunden, nur zur Bequemlichkeit, und ruft jetzt den Anrufer an den Angerufenen an mit der Nummer des Anrufers. Ah, Gangnam Style. Das haben wir zu lange nicht mehr gehört. Der Anruf geht jetzt vom Angreifer zum Angerufenen und der ursprüngliche Anrufer weiß nicht einmal, dass seine Telefonnummer missbraucht wurde. Wir haben hier den berühmten koreanischen Song Gangnam Style verwendet, aber wir könnten natürlich irgendwelche Daten schicken, beliebige Audiodaten. Das kann also für Voice Phishing genutzt werden. Zum Beispiel kann man Geld verdienen durch die Freunde, indem man diese Verwundbarkeit ausnutzt. Das nächste Problem ist, es gibt keine Regeln in den Gateways. In einer normalen Situation sollten alle Sprachpakete durch IMS durchgehen, aber wir haben herausgefunden, dass die Pakete auch direkt zum anderen Telefon geschickt werden können. Es gibt dann keine Authentifizierung, kein Session Management wieder. Also wieder kann hier gefälscht werden. Ein anderes Problem ist, es gibt ein Problem im Android-System. Zuvor sind alle Anwendungen, mussten Callphone-Permission haben, um Anrufe tätigen zu können. Weil Vault jetzt erst neu ist, die Anrufprozedur ist jetzt nicht mehr im Kommunikationsprozessor, sondern im Anwendungsprozessor, im Android Erlaubnismodell gab es Probleme. Jetzt die Callphone-Erlaubnis ist sehr standardmäßig. Also fast jede Anwendung auf deinem Telefon hat die Internet-Erlaubnis. Fast jede Anwendung kann diesen Angriff durchführen. Sie können die Anrufe blockieren, können teure Videoanrufe zu anderen machen. Das kann eine teure Rechnung geben. Die Denial-of-Service-Anrufe, die schädigende Anwendung, arbeitet im Hintergrund beim Opfer und es hinterlässt keine Spuren, sodass das Opfer nicht das erkennen kann.
Die Anwendung macht einen Anruf an den Attacker und blockiert den Anruf des normalen Anrufers. In einem normalen Fall kann die Anwendung diesen Anruf abschneiden. Und schauen wir einmal die Demo an des Anrufblockens. Die Hintergrundanwendung ruft den Angreifer an. Das ist die Nachricht, dass die Leitung besetzt ist in Korea. So, man kann also jeden Anruf blockieren. Das ist die Abschneidedemonstration. Das ist ein normaler Anruf. Und die schädliche Anwendung auf dem Opfer kann jetzt den Anruf abschneiden, indem sie den Angreifer anruft. Jede Anwendung mit der Interneterlaubnis kann das durchführen. Um das zusammenzufassen, haben wir diese Tabelle erstellt. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, das zu umgehen oder zu beheben, gefunden. Zum einen sollte man die Sprachpakete verschlüsseln. Mit IPsec oder TLS kann man die Signalnachrichten verschlüsseln oder die Sprachdaten mit SRTP verschlüsseln. Das Problem der fehlenden Authentifizierung kommt von den Betreibern, weil sie nur die Nutzer mit dem SIP-Header authentifizieren. Also die SIP-Packets, die kann jeder manipulieren. Wir schlagen vor, um das zu verhindern, wie ich es vorher schon gesagt habe, jedes Volt-Schnittstelle hat das Core-Netzwerk kann das originale Paket erkennen. Über die IP-Adresse. Für das vernünftige Session-Manage sollte man vernünftige Regeln an den Gateways aufstellen. Und um das Android-Problem zu beheben, sollte man streng die Sockets zu den Datenschnittstellen verbinden. Das Problem im Android-System ist, wenn eine Anwendung ein Socket öffnet, setzt man die Ziel-IP-Adresse, im IMS die SIP-Adresse, und das Android-System routet dann automatisch durch das Vault-System. Wir haben das an Google gemeldet und sie haben das folgendermaßen gepatcht im November. Sie haben einen Flag gesetzt für die IMS-Möglichkeit. Sie testen jetzt, ob eine Anwendung ohne die Systemerlaubnis das durchführt, und dann blocken sie diese Anwendung. Und um SIP Media Tunneling zu verhindern, kann man Deep Packet Inspection verwenden. Aber Media Tunneling ist nicht so einfach zu lösen, weil die Daten kann man genauso wie die Sprachdaten verschlüsseln. Aber ich glaube nicht, dass die Betreiber das so machen werden, weil sie um ihre Profite besorgt sind. Und sie werden weiterhin die zeitbasierte Abrechnung verwenden und nicht die bytebasierte Abrechnung. Es ist jetzt ihre Sache, was sie wählen. Und während wir diese Untersuchung gemacht haben, haben wir gefunden, dass die 3KPP-Spezifikationen Probleme haben. Die Spezifikation war zu abstrakt und hat die Details zu sehr den Betreibern überlassen. Und die Betreiber haben die Spezifikation falsch verstanden und falsch implementiert. Die wichtigen Sicherheitsfunktionen in den Spezifikationen waren bloß Vorschläge und nicht Pflicht. Und die Betreiber haben das dann einfach nicht befolgt. Wir haben das an die Betreiber und an Google im Mai gemeldet. Google hat geantwortet. Die beiden US-Betreiber haben uns einfach nicht geantwortet. Nur zwei der drei koreanischen Betreiber haben etwas gepatcht mit uns zusammen.
einer der koreanischen Betreiber hat uns nicht einmal eine Bestätigung der Meldung gegeben. Wir wissen nicht, was bei dem anderen koreanischen Betreiber so passiert ist, obwohl wir Koreaner sind. Während wir das getan haben, waren wir sehr beeindruckt von den US-Certs, wie die schwachstechenden Stellen behandelt haben. Sie haben sogar Vulnerability Notes herausgegeben. Und als wir ihnen die Berichte von uns geschickt haben, haben sie unseren Bericht an alle US-Betreiber und Google und Apple gesendet. Und Apple hat uns gemeldet, dass das iPhone zu dieser Schwachstelle nicht angreifbar ist. Also ich denke nämlich mal an, dass sie die Sockets zu den Interfaces streng binden. Deswegen denke ich mal, ist das iPhone nicht angreifbar. Obwohl wir junge Studenten sind, obwohl das ein sehr moderates Level ist, es ist ein Anfangspunkt und wir denken, dass das Problem trotzdem interessant ist. Dankeschön. Danke. Glaubt ihr, dass das Voice-over-IP-System noch sicher ist? Richtig. Weil manche Leute glauben vielleicht, dass das Voice-IP-System sicher genug ist, aber die Sicherheit von Voice-over-IP ist schon mehrere Jahre studiert worden. Wir haben das aber einmal auf einem System getestet und es war auch angreifbar. Also wir denken, wenn Vault mit Voice-over-IP verbunden ist, dann ist das ein weiteres interessantes Untersuchungsfeld. So, um das nochmal zusammenzufassen. Wir haben zwei Funde aus dem Vault-Interface. Wir haben 4 freie Datenkanäle gefunden und 5 Sicherheitsprobleme. Und ich denke, diese Probleme sind verbunden mit allen beteiligten Parteien, mit der 3KBP, mit den Netzbetreibern. Ich denke, jedes System hat Schwachstellen. Da Vault relativ neu ist, das haben wir Vault uns vorgenommen. Und da mehr und mehr Systeme die zellulären Netzwerke verwenden, sollten wir einen holistischen Ansatz für Vault verwenden. Vielen Dank und ich bin jetzt bereit für Fragen. Okay, wir haben relativ viel Zeit für Q&A. Also bitte geht an die Mikrofone. Falls ihr jetzt den Raum verlassen müsst, macht das bitte leise. Mikrofon 2. Okay, hi, das war sehr interessant. Ich habe einige Fragen hier über den Spoofing-Angriff. Was ihr da tut, ist, wie wissen Sie nicht, ihr schickt Pakete direkt zum anderen Telefon, ja? Okay, ja. Das Netzwerk hat keine Filterung, wie im frühen Internet, keinerlei Filterung. Ja, gibt es wirklich keinen Filter. Du kannst einfach nur deine Telefonnummer verändern zu der des Ziels. Habt ihr Spoofing versucht, auch die IP-Adresse zu spoofen? Ist das möglich? Du meinst IP-Spoofing? Wir haben das nicht versucht, aber als wir das vor einigen Monaten ausprobiert haben, auf den koreanischen und US-amerikanischen Betreibern, waren sie aber nicht angreifbar über IP-Spoofing. Danke. Falls ihr auf dem Stream gerade seid, könnt ihr auch IRC verwenden, um Fragen zu stellen übers Internet. Meine Frage, hat der Betreiber irgendwelche Gründe, Media Tunneling zu blockieren? Ist es nicht teurer, Daten durch Voice over LTE zu tunneln, als nicht einfach die Services zu nutzen? Okay. Im Moment ist das Media Tunneling
ist die Bandbreite sehr gering. Wir glauben, dass der Betreiber diesen Angriff nicht unterstützt, aber tatsächlich werden die Betreiber in der Zukunft vielleicht die Bandbreite dort vergrößern und oder die einen anderen Bearer verwenden, denn sie werden vielleicht noch versuchen, andere Dienste zur Verfügung zu stellen mit größerer Bandbreite. Und in diesem Fall wäre Media Tunneling dann möglich. Media Tunneling ist aber nicht einfach. Nummer 4, bitte. Ja, Glückwunsch für eure Ergebnisse. Ich glaube, dass ihr einige Zeit lang in das DIAC-Interface hineingeschaut habt von Qualcomm. Was ihr dort zeigt, im Wesentlichen ist das Command, mit dem man lesen und schreiben kann zu jeder Speicheradresse und dann tun können, was immer man will. Das gibt euch also RCE, Remote Code Execution. Ist das jetzt auf jedem Qualcomm Baseman? Die Antwort ist nein, denn um DIAC-Commands zu senden, muss das Telefon verbunden sein mit einem Laptop oder deinem PC. Man kann die RCE-Angriffe nicht durchführen. Wenn aber dort Schwachstellen auf diesem System sind, kann man das lokal ausnutzen. Was ich meine ist, angenommen, man hat Root-Permission auf dem Android und man möchte jetzt tief in den Base-Memory gehen, dann kann man DIAC-Commands dorthin schicken und dann lesen und schreiben. Ja, tatsächlich haben wir das probiert, aber einige der DIAC-Kommandos wurden blockiert und wir konnten zum Beispiel nicht die Speicheradressen verändern. Aber das DIAC-System im SIP blockiert einfach diese Kommandos. Danke. Nummer 2. Hi. Ich habe frühere Sicherheitsforschung betrieben über Voice over IP und viele der Verwundbarkeiten, die ihr hier beschreibt, beziehen sich auch auf traditionelles Voice over IP. Für Voice over IP gibt es Sicherheitsstandards. Und es scheint mir so zu sein, dass die Provider in Korea und in den USA die Sicherheitsrichtlinien nicht installiert haben, um diese Angriffe abzuwehren, oder? Weil wir nicht die Betreiber sind, wissen wir das nicht genau. Aber als wir das getestet haben, also diese Schwachstellen waren da. Also ich bin mir nicht sicher. Mit unserer Responsible Disclosure haben sie versucht, nachdem wir das berichtet haben, haben sie etwas gepatcht. Sie haben ihre Richtlinien auch etwas geändert. Danke. Nummer 1. Ja, ich habe mich gefragt, ich habe mich über das Calm Session Management mir Gedanken gemacht, wie ressourcenintensiv es sein kann. Gibt es da irgendwelche Ideen, wie man das löst? Du meinst, um das Session Management zu lösen? Auf der Serverseite. Auf der Serverseite. Ich denke, es ist relativ einfach, denn wenn irgendein Nutzer einen Anruf macht, dann wird die SCP-Nachricht, wird ein SCP-Invite zum Server geschickt und der SCP-Server weiß, welcher Nutzer gerade anruft. Wenn du prüfst, den Status des Nutzers prüfst, dann kannst du nach der Invite-Message. Ich glaube nicht, dass das Problem löst. Ja, ich fragte mich nur über die Ressourcenintensität, denn dies ist für den Betreiber, so viele Sessions zur gleichen Zeit zu behandeln. Danke. Nummer 3, bitte. Ja, meine andere Frage ist, ihr habt gesagt, dass ihr euch ein bisschen um Reverse Engineering bemüht habt beim DIAC-Protokoll. Seid ihr in der Lage, eure Ergebnisse Open Source zu stellen? Und wenn ja, wo können wir dies finden? Also, weißt du, da gibt es mehrere Dokumente, die du von Google finden kannst. Wir haben diese Kommandos gefunden, indem wir gegoogelt haben. Wir haben das USB-Protokoll reverse-engineert.
just snipping all the USB packets, so indem wir die USB-Pakete einfach mitgesnifft haben. Später haben wir das System komplett analysiert, aber wir können das nicht veröffentlichen. Signal Engel, danke. Ist es möglich, den IMS des Betreibers überhaupt nicht zu benutzen? Kann man sein eigenes Voice-over-IP-Netzwerk konfigurieren und mit Freunden über direktes IP dann sprechen? Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Ist es möglich, das IMS des Betreibers nicht zu benutzen, gar nicht zu benutzen, einfach das eigene Voice-over-IP, die eigene Anwendung aufsetzen und mit den Freunden sprechen? Ja, das kannst du machen. Du kannst das eigene freie Voice-over-IP-System benutzen. Aber da der Betreiber das Voice-System bereitstellt, wollen sie noch höhere Prioritätssysteme zur Verfügung stellen. Wenn du dein eigenes Voice-over-IP-System benutzt, dann benutzt du das Dateninterface. Wie ich vorher erwähnt habe, das Sprachinterface hat eine höhere Priorität als das Dateninterface. Keine Qualitätssicherung auf dem Interface, keine Quality of Service auf dem Interface. Die Antwort ist also, du kannst dein eigenes System implementieren, aber du kannst keine Garantie bekommen für die Bandbreite oder sowas. Nummer 4, bitte. Hi. Ich bin interessiert an den Argumenten, die ihr mit den Betreibern ausgetauscht habt, damit sie das Problem lösten. Denn als wir diese Verwundbarkeiten berichtet haben, die wir hatten, da sind die Betreiber einfach, haben sich nicht darum gekümmert, weil die Zeit, die sie verwenden müssten, sie denken, dass sie gegenüber ihren Konkurrenten dann Verluste erleiden. Wie kann man also Betreiber zwingen, auf die Verwundbarkeiten zu reagieren? Ich bin mir nicht sicher, ob es da rechtliche Probleme gibt, dass die Certs das nicht die Betreiber nicht zwingen können, das zu patchen. Aber die Tatsache, dass die koreanischen Betreiber das sehr schnell gepatcht haben, da gibt es ein koreanisches Nachrichtensystem, über das man Nachrichten empfängt. Und gibt es mehrere Bürger, die... Also das haben sie schnell gepatcht. Die Macht der Bürger hat das vielleicht etwas beschleunigt. Ich weiß nicht, ob da Klagen vielleicht genannt wurden. Internet, bitte. Frage, wenn du deine Nummer fetchst, wird dann nicht auch das Headerfeld, das PSP-certed Identity-Feld, bitte nicht den Überbringer der Nachricht erschießen. Kannst du das bitte wiederholen? Wenn ihr eure Nummer fälscht mit eurer Anwendung, wird dann auch das P-Asserted Identity Header Feld gesetzt? Oder wird das überschrieben? P-Assert Identity? Yes. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Es gibt nur Telefonnummern und im SAP-Header kann man nur die Telefonnummer austauschen. Kann man auch die IP-Adresse verändern. Wenn man das kann, dann kann man auch Caller-Spoofing verwenden. Haben wir weitere Fragen? Es gibt auch dort hinten Mikrofone, falls ihr es nicht bemerkt habt. Okay, in that case, please. Okay, dann bitte noch einmal danke an die beiden Redner.